wir befinden uns hier auf der Newsweek in Offenbach. Und es ist eine Kundenveranstaltung, wo wir unsere Kunden hin einladen können, dort ihnen die neuesten Werbeideen präsentieren. Wir haben eine Auswahl von über 100 Lieferanten, die ihre aktuellen Highlights zeigen, beziehungsweise auch das aktuelle Programm. Und wir sehen das so ein bisschen als Ideenbörse an für unsere Kunden. Ja, wenn Sie uns besuchen würden auf diesem Event, dann würden Sie von uns auch natürlich reichlich beschenkt. Nach dem Prinzip, machen Sie mit uns fette Beute, haben wir einen kleinen Präsentbeutel, in dem wir natürlich schöne Inhalte haben, die wir unseren Kunden darlegen wollen. Mein Bruder, der Andreas, zeigt Ihnen jetzt mal so ein bisschen, was wir in unserem Beutelchen haben. Zum Ersten fangen wir an, das ist ein klassischer BIM-Stein in Form eines Seesterns. Das passt ein bisschen zu unserem Unternehmen. Ein kleines Goodie, was als Steuerartikel, als Mailingartikel auch vom Kunden eingesetzt werden kann. Hier gibt es auch weitere Sonderformen. Preislich liegen diese Artikel unter einem Euro. Als zweiten Artikel haben wir ein kleines Notizbuch in Form eines Kapuzensweaters. Hier haben wir unsere Werbung mit drauf von unserer Marke textilpiraten.eu. Nach dem Prinzip, wann heuern Sie uns an? Hier sehen wir ein kleines Schreibgerät mit einer Lasergravur. Werbeanbringung ist auch in allen möglichen Größen möglich. Unser Lasergravur ist ein Experte hierfür. Und vor allem ist dieser Stift klein handlich. Er passt in jede Handtasche, in jede Brusttasche. Zeig mal, wenn er Außenhandel ist. Packen wir aus. Wenn man diesen Stift zusammensteckt, hat man auch gleich wieder ein großes Schreibgerät, was natürlich auch manchen besser in der Hand liegt. Also aus klein macht groß und aus groß wieder klein. Als nächsten Artikel wollen wir Ihnen vorstellen, ein kleines Goodie von unserer Firma, das ist ein Kompass. Nach dem Prinzip, mit dem wir auf den Kompass auch niedergelegt haben. Der kleine Kompass nach dem Prinzip, wir bringen Ihre Ideen auf Kurs. Das ist ein weiteres Motto unserer Firma und wird auch dargelegt unter der Website werbepiraten.eu. Ja, als nächsten Artikel wollen wir Ihnen vorstellen aus unserem Geschenkbeutel für die Newsweek 2011. Die sogenannte unumkippbare Tasse. Diese Tasse hat den Vorteil, sie ist also an sämtlichen Schreibtischen sehr gewünscht, weil wenn Sie mal mit einer schnellen Hand Ihre Kaffeetasse umstoßen, läuft nichts in die Tastatur hinein und zerstört diese. Nach diesem Prinzip handeln wir mit der Tasse. Für Ihre Werbeideen ist uns kein Seegang zu hoch, da mit der unumkippbaren Tasse kein Malheur mehr passieren kann. Diese Tasse wird auch im Volksjargon Seemannstasse genannt. Ja, als nächsten Artikel möchten wir aus unserem tollen Beutel vorstellen, nach dem Prinzip Fisherman's Friend. Wie schmecken denn die? Ja, diese Frage sollte man ja nicht stellen. Ja, eine kleine Nostalgiedose in einem schwarzen, matten Design mit Lasergravur. Hier können wir auch größere Werbeflächen realisieren mit unserem hauseigenen Laser. Dies ist möglich ab einer kleinen Stückzahl, wie gesagt, inklusive eines Markenprodukts von Fisherman's Friend. Das ist auch ein kleines Goodie aus unserer Tasche. Als nächsten Artikel einer unserer Stärken, mit denen wir seit mehreren Jahren am Markt sind. Wir fertigen Ihnen Baseballcaps ab einer Mindestmenge von 30 Stück in einer reinen Individualfertigung. Das heißt, Sie können bei diesen 30 Stück aus 28 Farben Ihr Cap frei kombinieren. Jede Naht, jedes Abstickloch kann hier frei gewählt werden. Die Kombination aus Stickarbeiten auf dem Schirm, auf der Front, auf der Seite ist in dieser Sonderanfertigung möglich. Sie können aus 10 Verschlussarten wählen, auch eigengelabelt für Agenturen ist dieses möglich. Diese Ware wird rein in Sonderanfertigung Made in EU gefertigt.